So, Need for Speed weiter am Start und heute vielleicht hoffentlich ein bisschen ruhiger als die letzten beiden Folgen. Wir machen heute weiter mit den Cops. So, mal sehen, was haben wir denn hier für aus? Ich nehme mal die Viper mit. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück mit ebenbürtig. Wir haben immer noch nur zwei Nagelbänder. Also wenn ich ehrlich bin, wenn ich so einen Racer habe, der Kopf ausschaltet, dann würde ich da alles auffahren, was da irgendwo möglich ist. Na, erstmal müssen wir die Karre stellen. Interceptor-Einheit. Lokale... Das ist ja klar, das Ding geht wieder rüber zu mir. Natürlich. Das war's. Das können wir quasi neu starten. Weil der mich dann doch noch in die falsche Richtung gezogen hat. Ich hätte ihn so gern mitgenommen, den Typen. Interceptor-Einheit. Lokale. Muss mir nicht alles laden. Du kannst auch ein bisschen. Naja. Gut, egal. Schauen wir mal. Diese Racer setzen Nägel ein. Ich hätte sich doch nicht mal an den Typen dran machen und schon Schaden, wieder gut Schaden hat. Negativ, er fährt unbehelligt weiter. Nagelband einsatzbereit. Der ist direkt hinter mir. Der ist direkt hinter mir, der Typ. Und kriegt mich. Da gibt es nicht einen Nagelband. Ich wiederhole, Freigabe für Nagelbänder, over. Geil. Der Typ ist direkt hinter mir. Beide Nagelbänder gehen nur. Jetzt hält mich den durch. Also sorry, das muss ich... Oh ja, ich will das doch nur neu starten. Also das ist jetzt gerade ein bisschen assi gewesen. Weißt du, der fährt direkt hinter mir, ich ziehe die Nagelbänder. Was passiert? Puh, puh, durch. Warum nicht? Kein Problem. Also langsam, ja, jetzt nervt, fängt mich das Spiel an zu verarschen und zu nerven. Interceptor-Einheit. Look. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es mal nicht klappt, aber solche Dinge muss ich mir nicht geben. Ich will den Typ jetzt langsam haben, weil er mir gerade tierisch auf den Sack geht. Verdächtiger hat ein Nagelband abgeworfen. Geil, der mit dann. Er fährt unbebremst durch die Kurven und kann da nichts machen. Nagelband
Ich habe ihn. Werde ihn jetzt festnehmen. Jetzt sieht er mir wieder. Unnormal. Die Abschirmung wird Nagelband in eurem Bereich entdeckt. Seid vorsichtig. Kontakt. So, einmal da gesessen. An alle Einheiten. Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Ich habe auch gar keine Unterstützung gerade. Das hat doch gar nichts getroffen. Geilste ist, wenn du dann sagst, okay, der trifft, ja, aber Kilometer weit weg eigentlich war das Ding. Weil der hat ja noch nicht mal wirklich Schaden, ne? Der hat zwar das Sagebad voll erwischt, aber der hat gut halbe Leben weg. Ah, leck doch. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Ja, natürlich. Da steht eine Betonwand. Mein Wagen ist ziemlich im Eimer. Benötige Verstärkung. Ja, das Ding kannst du eigentlich schon wieder abbrechen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass du den nicht kriegen darfst. Verdächtiger unterwegs, dann sagt er Freepoint Road. Ja, dann wärst du mich da jetzt hin. Ein Nagelband abgeworfen. Alle Officer werden um Vorsicht gebeten. Hatte Kontakt. Mein Wagen ist beschädigt. Gut, dass ich noch einen Nagelband habe. Falls wir auf so weit kommen. Nee, das ist noch das andere Problem da. Das ist egal, das juckt den nicht, das interessiert den. Mit seinem scheiß Nagelband hat er mich dann noch am Ende gekriegt, ey, das ist doch zum Kotzen. Ich krieg den nicht gebacken, ey, den Typen. Also einen Versuch machen wir noch, ansonsten war's das hier. Ich hab echt langsam gerade die Schnauze dezent voll, also mich fuckt's gerade einfach nur ab, dass der jedes Mal alles treffen kann, was der, was geht, weißt du, der setzt das Nagel mal komplett rechts, bei mir geht der natürlich durch, dann muss ich auf... Ach, der ist schuldig. Interceptor-Einheit, lokal... Der fährt auch 500 Kilometer weg, damit der... Ja, Schaden braucht der ja nicht, kriegt der auch nicht, brauchen wir nicht, nein, nein. Der fährt in ein Auto rein ohne Probleme. Nee. So, das ist klar. Halte die Straße im Auge. Diese Racer setzen Nägel ein. Und jetzt ist er weg. Jetzt zieht er mir wieder unnormal weit weg. Mein Wagen ist beschädigt. Das kriegt mehr Schaden als der, ich denke nicht meinen eigenen Rammstoß. Der kriegt doch nochmal mehr, weniger Schaden als mein, als ich durch meinen eigenen Rammstoß. Verdächtiger zuletzt auf dem George Freeway gesichtet. Ja, der ist auf der anderen Seite drüben.
Aufnahme negativ. Er fährt unbehelligt weiter. Dann schalt Vorderer weg. Alle Einheiten. Freigabe für C6 erteilt. Ich wiederhole. Freigabe. So, den zweiten hat er auch noch gepasst. So, jetzt habe ich keine Einheiten mehr, jetzt kann ich... So, und irgendwann ist auch dann mal gut. So, das hast du auf Gold geschafft. 1,59, ja. 2 Minuten nochmal gebraucht. Genau. So, endlich. Wir haben einen neuen Rang und zwar sind wir jetzt Trooper, das wird reichen. Weil ich die Trophäe schon bekommen habe. Und dann sind wir bei den Kopfsoldatwelle Stufe 8. Glückwunsch, Officer! Lamborghini Gallardo LP552. Da ist das gute Stück. So. So. Da haben wir, das wollen wir dann in der nächsten Folge. Gucken wir gerade, ob wir noch hier irgendwie was Schönes haben. Ja, wir haben noch schnelleren Sitz ohne Ende, ne? Ja, fahren wir das. Komm, dann machen wir noch einen spannenden Zeitstrafen-Ding. So, fahren wir nochmal mit der Viper. Das haben wir ja, hat ja gerade funktioniert. Mehr oder weniger zumindest. 4 Minuten 17 sollen wir knacken, um 12.500 Kopfgeld zu kassieren. Ja, mal gucken. So, 80,4 Kilometer haben wir so. Mit deiner scheiß Karre da, Alter, weil du da genau im Seck gestanden hast. Das können 4 Sekunden sein, 4 Sekunden Ausnahmen, die wir zwischen Gold und Silber stehen. Ich nehme mal
die Abkürzung hier mit, weil ein paar Sekunden sind viel zu sparen. Gut ist, dass wir jetzt schön geradeaus fahren können. Geil, geil, ich hab den nicht mal erwischt. Ich warte mal wieder auf meine Spur drüben. Der gibt mir 3 Sekunden, wenn eine Strafe. Und den werde ich angeblich den Typen getroffen. Meine Fresse, fahr doch da mal weg. Ja, 10 Sekunden ist nicht machbar. Auf kurz zu fahren, vergiss es. Noch 4. Nur 41 Sekunden für. Ja, Alter, was ist das hier? Ja, geh weg, Alter, du. Fahr doch mal woanders, ey. Du hast einen Kopf und man fährt. Du fährst hier komplett auf meine Spur, oder? Warum stellt mich das Ding auf, komplett auf die falsche Spur? Ja, das war's. Geilste, wenn ihr dann auf die falsche, in die falsche Richtung gestellt wird. Nee, fast vorbei. Die 17, da schaffe ich nicht mehr. 3 Minuten, ich habe noch eine halbe Minute Zeit. Mein Gott, fahr doch mal auf deiner Seite. Jetzt fahrt, geht ihr, aber jetzt geht ihr auf den Sack gerade. Ey, fünf rechts, links, rechts, links, rechts, links, damit der nächste, da wird doch rübergezogen komplett. Was habe ich eine Kollision gekriegt? Der gibt mir nochmal 2 Sekunden. Einfach random, kommt 2 Sekunden, Girl, scheiß drauf, du hast. Das Ding hätte ich auf Gold gehabt. Die 417 hätte ich gepackt, wenn er nicht die Zeitstrafen gehabt hätte. Also die hätte mir... sorry, da waren einige dabei, wo ich mir denke, Alter, leck mich doch am Arsch. Scheiß drauf, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.